Was für eine Mahlzeit. Hey, so lang, aber okay, das können wir nicht. Was soll ich denn? Bringt mir auch nichts, okay. Im Friedhof können wir ja nichts machen momentan, oder? Zumindest nicht, dass ich wüsste. Können wir hier Alkohol reinschütten? Habe ich schon wieder. Hallo Lilly, du willst doch nicht Ach, ne, das hat du so. Ach, Feuerspielverbot, verdammt. Ich bin doch schon im Feuer, jetzt ist es auch schon zu spät, Harvey. Schlimm mit den Hasen heutzutage. Aktivieren wir mal kurz das. Okay, gehe ich hier drin gar nicht, okay. Ach, deshalb, hier drin sind ja die Verbote nicht aktiv. Hier drin dürfen wir ja rein theoretisch das Zeug alles machen. Wie gesagt, in der Theorie. Hat der vielleicht Bock auf ein bisschen Alki, der Geier? Was ist das? Habe ich da etwa verdorbenes Fleisch? Dann putz dir mal die Zähne. Ja, haben wir ja sonst auch nichts, oder? Nee, nur die Rauchzeichen. Irgendwo. Kann ich hier denn vielleicht? Lilly wollte, aber... Ach, ich habe eine Idee. I have an idea. Das war jetzt voll gutes Englisch. Mit dem Taschentuch, sehr sinnvoll. Aber es geht tatsächlich. Nee. Hallo Lilly, du willst... Ach, das hat die... Du sollst... Okay, kann ich denn... Ich probiere mal was. Kann ich denn, wenn ich hier durchgehe... Sag mal, was du bist doch... Ich probiere mal was. Kann ich da hier... Feuer machen, deaktivieren. Ja, das geht tatsächlich. Jetzt kann ich nicht mehr, weil ich nicht lügen kann. Okay. Du sollst. Ja, ja, Harvey, lass mich zurück. Ich habe doch jetzt das Feuerdingens deaktiviert. Oder wird das nicht. Oder gilt das hier nicht? Ich weiß es nicht. Probieren wir einfach mal. Nur weil Lilly wieder mit dem Feuer. Sie spart. Okay, dürfen also nicht. Nur weil sie spart. Dürfen also auch nicht. Hä? Muss ich das jetzt verstehen? Muss ich das jetzt verstehen? Zum Sheriff geht's ja nicht. Die Tür ist ja zu. Oder? Die Tür. Schade. Die Tür ist fest verschlossen. Im Hinterhof geht's hier auch nirgends weiter, oder? Nein, hier geht's auch nirgends weiter. Ist natürlich sehr seltsam. Kann ich vielleicht hier bei den Herren noch was erreichen? Mal schauen. Eine Taschentuch. Behalte das ruhig. Es war sowieso. Okay. Dürfen wir also behalten. Schauen wir mal nochmal in den Salon. Da muss es ja dann irgendwas geben. Pokertisch, Kaffee, da könnten wir wieder zurück. Das bringt uns aber herzlich wenig. Lilly war bereits. Sie brauchte. Können wir denn hier den Alk vielleicht als Einsatz oder so? Was soll das sein? Doch nicht etwa dein. Wer viel. Also Licht hier. Okay, können wir nicht. Was soll doch nicht. Taschentuch also auch nicht. Hätte mich jetzt auch gewundert. Hey. Diesen, ich bin ein. Ja. Hey. Diesen, ich bin ein. Okay, hier können wir aber auch nichts machen mehr, oder? Irgendwas musste es doch mit dem Sektkübel hier auf sich haben, oder? Können wir da. Alk kühlen oder so? Ach, tatsächlich. Was? Sag mal, spinnst du denn? Bei dieser Kälte kann man sich schnell eine Erkältung einhandeln. Was nicht heißt, dass ich krank wäre. Und dieses alkoholische Teufelszeug brauche ich erst recht nicht. Ach, das ist der Alkoholdämon hier, oder? Hallo, brauchst du vielleicht ein Taschentuch? Oh, danke. Ah, was ist das? Schnell, die Medizin. So. Endlich.
Leder. So schön, so schön. Der Flaschengeist hatte seine eigene Regel gebrochen. Offenbar war es in gewissen Situationen durchaus mal erlaubt, sich einen Schluck zu genehmigen. Was tust du denn da? Och nö! Och nö, ja, das stimmt wohl. So, schauen wir mal, jetzt müsste das ja klappen. Die dritte Blockade hätten wir besiegt. Wunderbar. Dum, 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 dum. Dann müssen wir ja jetzt auch vorwärts kommen. Zumindest in der Theorie. Ja. So. Jetzt können wir das Ding ja normalerweise... Oh, Entschuldigung. Ich hab's vergessen. Ich geh weg, Kaube. Ich muss das Verbot deaktivieren. So, jetzt hat. Was ist? Stimmt irgendetwas mit deinem Drink nicht? Was hast du denn? Der schmeckt doch bestens. Und dieses Brodeln in der Lunge. Oh. Wagga, wagga, wagga! Können wir den vielleicht jetzt hier... Ah, wunderbar. Geld. Und damit können wir uns bestimmt jetzt eine Flunder kaufen. Was auch immer uns das bringt. Ich hab da so eine Idee. Das ist jetzt... Am dritten Tag erschuf Gott den Kugelfisch. Und niemand war da, um ihn zu loben. Das ist so abwegig, das ist der Wahnsinn. Wo ist denn eigentlich das andere Zeug jetzt hin? Die Chilischote und das Zeug, das muss doch auch wieder da sein. Ich meine, hä? Nee, die brauchen wir ja gar nicht mehr. Die brauchten wir ja für den Volcano Berserker, genau. Hier haben wir jetzt Valium und Kugelfisch. Bestellen wir doch mal das Ding. So, den Sunny Cup. Ah ja, das ist jetzt hier. Können wir dem den vielleicht geben? Oh. Ups. Der Barmann schlief scheinbar seinen Rausch aus. Ja, insofern, naja, ich sag nix. Ich glaube nicht, dass der noch irgendwas ausschläft hier. Aber jetzt müssen wir doch eigentlich besoffen sein, theoretisch. Schauen wir mal, was der Alkoholtester sagt. Vielleicht explodiert er jetzt. Ah, wunderbar. Was ist denn das? Du bist ja voll wie eine Haubitze. Los, ab in die Ausnüchterungszelle mit dir. Ich hoffe, das ist dir eine Lehre. In deinem Alter schon zur Flasche greifen. Tze, tze, tze. Und da war sie nun endlich. Die Karte. Lilly war gespannt. Ein Hamster. Das war also das Geheimnis hinter der flüchtenden Karte gewesen. Vielleicht hatte Lilly endlich einen neuen Freund gefunden. Was zum... Vielleicht war aber auch alles wie immer. What the fuck? Können wir jetzt vielleicht wieder raus hier auch? Was ist? Hast du schon genug von der gesiebten Luft? Das hättest du dir überlegen können, bevor du zur Flasche gegriffen hast. Ach, herrje. Jetzt mach mal nicht so traurige Geräusche. Durch genau so ein Verhalten habe ich damals auch Edmund den Schlitzer auf freien Fuß gesetzt. Und du kannst dir nicht vorstellen, was mir das für einen Ärger eingehandelt hat. Es hat Wochen gedauert, bis die Eltern der kleinen Melanie wieder mit mir gesprochen haben. Ach, ich habe einfach ein zu gutes Herz. Ich lasse dich laufen. Aber du musst mir versprechen, nie wieder Unsinn anzustellen. Kannst du das? Aber natürlich. Oh. Verdammt! Du sollst nicht lügen. Okay, dann halt nein. Man kann. Okay, wir müssen das erst Harvey hier nochmal besiegen. Oh, das wollte ja, bla bla bla, kennen wir schon, lieber Harvey. Das kennen wir auch schon. Das ebenfalls. Ich überspringe das jetzt, weil das immer das gleiche ist, das ist ja langweilig. Oh, hi. Justitia. Mhm. Na, Lilly,
Willst du etwa raus? Aha. Das dachte ich mir. Aber du säßest wohl kaum da drinnen, wenn du wüsstest, wie man sich anständig beträgt, oder? Kein Wort. Du wolltest mir doch nicht etwa widersprechen, oder doch? Nun, dagegen ist nichts einzuwenden. Widersprechen ist super. Manchmal widerspreche ich schon zum Frühstück. 3 Scheiben Toast. Lecker Toast. Aber das wäre gelogen. Und wir wissen doch beide. Du sollst nicht lügen. Lügen sind böse. Was? Natürlich sind Lügen böse. Warte, ich zeig's dir hier an der Tafel. Schau dir die Tafel gut an. Sie zeigt einige der Grundfesten unseres Rechtssystems. Zum Beispiel, dass Lügen böse sind. Wie? Nein. Natürlich sind Lügen böse. Es lässt sich leicht aus den 4 obersten Grundfesten ableiten. Gott ist gut und wahrhaftig. Der Teufel jedoch ist böse, mit viel Weisheit. Gott ist die Wahrheit, denn auch er ist voll der Weisheit. Der Teufel aber lügt mit all seiner Bosheit. Und darum sind Lügen immer böse. Die logische Kette, die einen dahin führt, kannst selbst du knüpfen. Es sind nur 3 kleine Schritte bis zum Ergebnis. Versuch es doch ruhig selbst. Oh je, Mine, jetzt kommt da hier Dingens durch. Ich probier mal kurz. Gut, Wahrheit plus... Was machst du denn da? Daraus lässt sich ja gar nichts ableiten. Probier was anderes. Schade. Weisheit und Wahrheit. Was machst du denn da? Daraus lässt... Okay, das geht also nicht. Ah. Ja, das ist logisch. Aha, I see. Gut und wahrhaftig. Böse und Weisheit, das bringt mir nichts. Da kann ich ableiten. Was machst du denn da? Daraus lässt sich egal probieren. Oh, verdammt, dammit. Okay, das kann ich aber lassen. Das ist... Lügt mit Bosheit. Was kann man denn da ableiten? Was kann man da ableiten? Ich denke gerade, nicht wundern, wenn ich ein bisschen stumm bin. Ach, jetzt haben wir hier ein neues Dingens. Böse Wahrheit. Gut und wahrhaftig, Wahrheit, denn ist voll der Weisheit. Kann man das machen? Ah ja, das kann man machen. Ja, das ist. So, dann kann ich hier raus wieder was ableiten. Böse und Weisheit. Böse und Weisheit. Kann ich das hier so machen? Tja. Ja. Das ist zwar richtig hergeleitet, aber es ist nicht das Ergebnis, das ich sehen wollte. Lügen sind böse. Gib dir beim nächsten Mal gefälligst etwas mehr Mühe. Es ist aber trotzdem so. Was muss ich denn jetzt machen? Ich weiß es nicht. Das ist... Okay. Was hatten wir denn hier? Böse Wahrheit? Das ist logisch. Okay, das kann ich aber nicht machen. Das muss ich nochmal... Das muss aber so passen, oder? Böse Weisheit. Was machst du denn da? Nee, das geht nicht. Scheiße. Verdammt. Das ist... Ich muss jetzt irgendwie auf böse Wahrheit kommen. Also muss hier praktisch... Böse Wahrheit. Ach so. Ah, I see what you did there. Es muss jetzt irgendwas mit Wahrheit hier drin sein. Wahrheit, Weisheit. Irgendwas muss gleich sein. Also wenn ich irgendwas gleich habe, habe ich hier nur das. Nee, da kommt aber was Schlechtes raus dabei. Wenn Wahrheit gleich ist... Das ist...
I see what you did there. Jetzt muss ich kurz mal schauen. Böse Weisheit. Dann würde böse übrig bleiben. Das macht jetzt nicht sonderlich Sinn. Dann kommt das rein. Oh, das ist zwar richtig hergeleitet, aber es ist nicht das Ergebnis, das ich sehen wollte. Lügen sind böse. Gib dir beim nächsten Mal gefälligst etwas mehr Mühe. Ach, ich muss auf Lügen gut kommen, oder? Ich glaube ja.